Guten Tag, meine Damen und Herren. Israel ist bereit, die militärischen Verhandlungen mit Ägypten wieder aufzunehmen. Das wurde in Jerusalem nach einer Kabinettssitzung mitgeteilt. Verteidigungsminister Weizmann soll im Laufe der nächsten Woche nach Kairo reisen. Die militärischen Beratungen waren unterbrochen worden, nachdem sich die Verhandlungen auf Außenministerebene festgefahren hatten. Der Staatsminister im Bundeskanzleramt Wischnewski hat nach seinen Gesprächen mit der DDR-Führung Ost-Berlin verlassen. Er sagte, die Unterredungen seien nützlich und hilfreich gewesen. Es seien alle Fragen angesprochen worden, die für einen Schritt zur Normalisierung notwendig seien. Ein Treffen zwischen Bundeskanzler Schmidt und SED-Chef Honecker hänge von der weiteren Entwicklung der innerdeutschen Beziehungen ab, sagte Wischnewski. Der CDU-Vorsitzende Kohl befürwortet Gespräche mit der DDR zur Verbesserung der innerdeutschen Beziehungen. Im Deutschlandfunk sagte Kohl, diese Gespräche seien Sache der Regierungen. Von Kontakten zwischen der CDU und der SED halte er nichts. Auf der Münchner Wehrkundetagung hat NATO-Oberbefehlshaber Haig vor der wachsenden Militärkraft des Warschauer Pakts gewarnt. Er rief die NATO-Staaten erneut dazu auf, mehr Mittel für die Verteidigung bereitzustellen. Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Verteidigung, Wörner, CDU, warf der Sowjetunion vor, ein zusätzliches Ungleichgewicht im Bereich nuklearer Waffen zu schaffen. Die Höhe des Tarifabschlusses in den deutschen Seehäfen ist von der Bundesvereinigung der Arbeitgeber und vom Bundesverband der deutschen Industrie kritisiert worden. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die 7%-Marke könne für die weiteren tarifpolitischen Entscheidungen keine Bedeutung haben. Die Wetteraussichten wechseln bis stark bewölkt mit einzelnen Regen- oder Schneeschauern. Mittagstemperaturen um 3 Grad. Die nächste Heute-Sendung, meine Damen und Herren, um 19 Uhr.